Das ist jetzt die Selbstsucht. Also hier steht selbstsüchtig. Was hat das alles mit der Tränenzone? Euer Weg zur Träne wird seine Spuren hinterlassen und am heutigen Tage das Schicksal eines anderen verändern. Ein anderer, der nichts von euren Taten weiß und doch ihre Auswirkungen zu spüren bekommt. Mhm. Einer von denen, die mit euch reisen, der um euer Schicksal kreist und doch von eurem Makel nichts weiß, wird sehr geeignet sein. Erinnert euch, Kind von Baal. Eine Entscheidung muss gefällt werden. Und ihr müsst mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben. Geht zu meiner Linken und opfert euch für die Unschuldigen. Geht zu meiner Rechten und rettet euch selbst. Ja, rechts jetzt von der Kameraperspektive aus oder von ihm aus gesehen? Weil von ihm aus... Ja gut. Rechts von ihm aus gesehen ist auch rechts von mir aus gesehen. Weil das wäre rechts, das wäre links. Aber das werden wir sehen. Und, wen hat er sich jetzt gekascht? Jaira. Fragt nur. Gut. Nun gut. Ich habe jetzt mal gespeichert, um euch das zu zeigen. Wenn ich hier reingehe, macht er Jaira Aua. Und jetzt tötet er sie. Die Konsequenz eurer Entscheidung wird diese sein. Euer Gefährte wird als Ergebnis eures Handelns, wenn nicht gar eurer Absicht, vernichtet. So will es das Schicksal, das von jenen geschmiedet wird, die nach dem Bewusstsein streben, über allen anderen zu stehen. Kind, die Träne von Baal ist euer. So. Jaira stirbt. Endgültig. Und wir müssten eigentlich irgendwas gekriegt haben. Oh, wir haben Irenikus in der Hölle übrigens noch gekriegt. Gehen wir mal nach Datum. Ja, Palast von Soda Sesala. Ich habe den Avatar des Elfen Kotzrilli Fenrilla viel beschworen, um die Siegel zu überwinden, das Irenikus am Palast angebracht hat. Der Avatar hat die Wachgeister des Waldes erweckt. Sie haben die Monster, die in die Stadt eingedrungen sind, angegriffen. Da hat er mir enthüllt, dass Irenikus Plan darin besteht, sich die Macht des Baums des Lebens einzuverleiben. Früher hatte diesen Plan aus Machtgier verfolgt und jetzt aus Rache. Königin Elysium ist die Isrillafens Tochter und sie ist vielleicht die einzige, die den Magier aufhalten kann. Gelafin hat das Siegel, das auf dem Palast lag, gebrochen. Mein Weg ins Innere ist nun frei. Ich habe die Parasiten getötet, die Irenikus dazu benutzt, um den Baum des Lebens auszusaugen, und habe Königin Elysium aus ihrem Käfig befreit. Sie trennte dann die Verbindung zwischen Irenikus und dem Baum, ein desorientierter Vorgang, der ihm vielleicht etwas geschwächt haben könnte. Elysium ist verschwunden, vielleicht um Verstärkung zu holen. Dies ist meine einzige Chance für alles, was Irenikus mir gestohlen hat, Rache zu nehmen. Ja, Irenikus in der Hölle. Und der Rest ist Geschichte. Irenikus' Tod hatte nicht die gleiche Auswirkung wie Bodhis Tod. Meine Seele ist nicht mit mir zu mir zurückgekehrt. Vielleicht liegt es an der Energie, die er dem Baum des Lebens abgezapft hat, oder daran, dass Bodhi im Gegensatz zu Irenikus eine Untote war. Egal, Irenikus ist gefallen und hat mich und meine Seele mit ihm hinabgezerrt. Jene meiner Gruppenmitglieder, die im Kampf gefallen oder dem Tode nahe waren, wurden mit mir in die Hölle hinabgezerrt. Wir sind jetzt also sozusagen gemeinsam in die Hölle hinabgefahren. Ich bin mir sicher, dass auch Irenikus irgendwo hier ist. Irgendwie muss es mir gelingen, ihn an diesem fürchterlichen Ort zu finden und ihn zu einem entscheidenden Kampf um meine Seele zu stellen. Ja. Ich lade jetzt mal, bevor ich die restlichen durchgehe. Dip, dip, dip. Quick Save. Keine große Herausforderung. Ja, ihr habt 2 Trefferpunkte verloren. Das ist zu verkraften. Ihr habt einen Geschicklichkeitspunkt verloren. Das
Ist nicht ganz so schön, aber immer noch zu verkraften. Ein selbstloser Akt von einem, der bereitwillig die Last des Schicksals und seine Auswirkungen auf andere auf sich nimmt. Euer Gefährte kehrt zu euch zurück, Kind von Baal. Ja. Kind, die Träne von Baal ist euer. Jo. Die Erfahrungspunkte sind auch jetzt nicht so wild, die ich verloren habe. Was steigert eigentlich mein Charisma so sehr, frage ich mich gerade. Ich habe gerade keine Ahnung, was mein Charisma steigert, weil das ist ein Feuerschutzring. Das ist ein Schildumhang, 7-Meilen-Stiefel, Trägheitssperre, Rambok-Ring. Den sollte ich mal gegen Irenikus benutzen. Plus 1 auf Charisma, ja. Stimmt, ich habe ja 19 Charisma. Ja, gut. Gehen wir jetzt mal die Sachen durch, die hier noch so anstehen. Der Dämon, den ich getroffen habe, erklärte mir so einiges. Diese Ebene war einst das Reich Baals und mein Erbe bedeutet, dass ich eine gewisse Macht darüber habe. Jedoch besitzt auch Irenikus diese Macht, da er im Besitz des größtenteils meiner Seele ist. Die verstehe ich ganz, aber anscheinend repräsentiert diese große Tür an diesem Ort den Pfad zu meiner Seele, dem anderen Teil, den der Magier hat. Solange Irenikus diesen Teil besitzt, sind wir miteinander verbunden. Es ist der Grund dafür, dass ich hier unten bin und es ist der Grund, warum keiner von uns beiden vollkommen tot oder vollkommen lebendig ist. Wenn ich die Tränen des Baal gefunden habe, werde ich in der Lage sein, die Tür zu öffnen und Irenikus zu stellen. Und dann werde ich mir wohl den Rest meiner Seele zurückholen. Ich frage mich, was danach geschehen wird. Ich habe hier in der Hölle meinen Halbbruder Sarivok getroffen, oder zumindest seinen Geist. Er bot mir an, mir zu zeigen, wie ich meinen Zorn dazu benutzen kann, um mich wann immer ich will, in den Schlechter zu verwandeln, die Avatarform Baals. Allerdings kenne ich die Konsequenzen einer solchen Entscheidung nicht. Ich vertraute Sarivok nicht, egal ob ich es war, der ihm beschwor oder nicht. Ich weigerte mich und voller Wut stürzte er sich auf mich. Ich werde niemals nachgeben, zu welchem dunklen Entscheidung mein Blut mich auch hinziehen mag. Niemals. Ein Dämon gab mir ein Schwert namens Schwarzschnitter und sagte, es sei der einzige Weg, eine sehr mächtige Kreatur zu besiegen, die eine der Tränen besitzt. Ja, ich bin auf einen Dämon getroffen, der mir mitgeteilt hat, dass mich beide Wege, die ich vor mir sehe, zur Träne Baals führen werden. Der Pfad, den ich wähle, wird jedoch einen anderen beeinflussen. Dann hat mir der Dämon einen meiner Gefährten entrissen. Ich schätze, dass meine Entscheidung einen direkten Einfluss auf meinen Gefährten haben wird. Warum das alles passiert, weiß ich nicht. Der Dämon hat mir gesagt, dass der Pfad zu meiner Linken mir ein Opfer für meinen Gefährten abverlangen wird, wohingegen der Pfad zu meiner Rechten kein Opfer von mir erfordern wird, sondern von meinem Gefährten halt. Ich habe mich für einen Pfad entschieden und nun gehört die Träne des Baal mir. Ich wurde durch meine Entscheidung schwer verwundet, aber mein Begleiter ist dafür so gut wie nichts passiert. Es schien so, als würde dies dem Dämon etwas bedeuten, ich weiß jedoch nicht was. Ich war nun gut. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass die schlechte Entscheidung meine Gesinnung beeinträchtigen würde. Also wenn ich meinen Gefährten opfere. Ja, was immer ihr wünscht. Aber hat es scheinbar ihr nicht. Ihr müsst eure Gruppe erst... Wenn ihr es wollt. So. 3 haben wir schon mal abgeschlossen. Kümmern wir uns um Nummer 4. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Eine Träne von Baal liegt hier ganz in der Nähe, Kind von Baal. In einem der beiden Räume, die vor euch liegen. Mhm. Schon oft gab es in eurem Leben Augenblicke, in denen ihr eure Furcht hinunterschlucken musstet. Ist es nicht so? Ihr habt Ängste bekämpft, die ein geringeres Herz überwältigt hätten.
und habt stattdessen Mut bewiesen. Wir haben Furchtbann, also von daher. Durchquert einen dieser Räume und euer angeblicher Mut soll auf die Probe gestellt werden, Kind von Baal. Mhm. Ich werde euch etwas anbieten, das euch die Sache sehr erleichtert, Kind. Ihr wisst, wie viele andere Mächtige auch, dass magische Gegenstände Dinge vollbringen können, die dem normalen Menschen verschlossen bleiben. Zum Beispiel diesen Umhang, zusammengenäht aus den Häuten ausgepeitschter lieblicher Nymphen. Tragt ihn und werdet von seiner mächtigen Magie beruhigt. Nie wieder wird euch Panik überkommen. Nein. Mit diesem Mantel könntet ihr leicht die Träne von Baal erringen, ohne euch Sorgen um euren Mut machen zu müssen. Ich verbeuge mich vor der Macht eurer heiligen Seele und biete euch diesen Umhang an, Kind. Wenn ihr ihn wollt. Ein Umhang, der aus der Haut von Nymphen besteht? Ich kann das Böse darin bis hierher spüren. Ich will damit nichts zu tun haben, trotz seiner Macht. Dann wollt ihr euch also auf eure eigene Macht und euren Mut verlassen? So geschehe es, Kind von Baal. Ja. Ich bin auf einen Dämon getroffen, der offenbar meine Charakterstärke testen wollte. Er hat mir erklärt, dass es zwei Wege gibt, um eine Träne von Baal zu erringen. Beide Wege seien Wege der Furcht. Er hat mir einen widerwärtigen Umhang angeboten, der aus Nymphenhaut gefertigt ist. Der, so sagte er mir, würde mich vor der Furcht schützen, sodass ich den leichteren Weg beschreiten könne. Ich habe mich geweigert, sein Angebot anzunehmen. Jo. Ja? Zur Not haben wir das hier. Ja, verstanden. Wenn es das ist, was ihr wollt. Okay. Ihr habt euch eurer Furcht gestellt, ohne auf den Schuss der Macht zu vertrauen, die das Böse geboten hätte. Die Träne Balls gehört euch. Okay, okay. Ja, wir können uns auch noch dem Zeug hier oben stellen. Oder auch nicht. Dumm. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Wir sind allesamt Helden. Ihr Manas, Potentes, Kampf der Unwaldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Ja? Ja? Endes Ha! Habe ich Verteidigungsgranulation schon gezündet? Nein, noch nicht. Was kann tun, ist bereit. Okay, okay. Sie ist wesentlich. Ich warte auf euren Befehl. Nun gut. Ja, schon erledigt. Was Hi. Ich bin aber gerne. Ich warte. Oh, das hat immerhin erwischt. Nicht so schön. Keine große Herausforderung. Ja? Schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. Worte macht Betäubung. Mach mal das hier. Incurtus, Fulcur, Imperium. Bacio, Bacio, Ferre. Ich warte. Ja, was?
Wetsch, wetsch. Jetzt könnt ihr uns nicht mehr sehen. Oh. Dafür triggert das jetzt. Ja? Keine große Herausforderung.